Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Nachtfriedlichen Marsch. Hier zeige ich euch mal ganz kurz den neuen, das neue Fahrzeug. Den Häcksler für Mais mit Schneidwerk. Dafür können wir auch noch ein Erntegerät kaufen, wo man mit Pappeln ernten kann. Der Kollege auf dem Feld ist gleich fertig. Ist fertig gerade gesehen, sehe ich gerade. Geben wir mal 5. Und den fahren wir mal jetzt zum Hof. So, noch Geld sparen für, ja, für Silo. Okay, aber wir werden sicherlich vorher noch ein anderes Ernten vornehmen. Oder die eine andere oder Mission noch. So, wir haben jetzt hier Stufe, Wachstufe 2. Bei 2 wird geerntet, ist auch nichts. So, das heißt, es ist bald soweit. Gras in 0,8 Stunden. Ja. Also dürfte jetzt die Folge jetzt kommen. Pappe 9 Stunden. Hafer, Baumwolle, Zuckerrohr. Kartoffeln, Gerste. Dann können wir unseren Feld switchen hier für Dünger. Hier wird gerade, da machen wir gerade Geld. Okay, da kostet das Geld gerne. So. Der Bruder ist fertig. Mal vor entlassen, bevor ich übernehmen kann. Nehme ich gerade die Aufnahme auf. Ja. Bin ja gespannt, ob jetzt hier auch eine Stufe drin ist im Wachstum. Die Sämaschine werden wir gleich wegstellen. Kommt bald die Nacht. Da ist rein rechnerisch. Die Hüfteinstellung muss ich ändern. Zwar nett, dass es da steht, aber stellen wir gleich in der Garage rein. Das Gerät, da brauchen wir vorher nicht. Reparieren. Brauche ich mal nicht. Den Kurs kann man löschen. Den haben wir eh nicht gespeichert, weil er nicht funktioniert hat.
wir später sehen, wenn da ein paar Reihen fehlen werden. Ja, dann wird es eine mal schräge. Ah, das passt schon so. So. Traktor ist ganz gut noch. Zustand. So. Da haben wir eine Garage rein hier. So. Dürfte eigentlich Wachstum durch sein. Da gehen wir auch höher Geschwindigkeit. Da tun wir uns nicht an, ne? Steigen wir ein im Fahrzeug. Dann werden wir gleich einen Kurs laden. Düngen. Feld 13. Ernte nicht. Düngen. 30 Meter düngen. Ja, auf Feld 13 ist gut. Machen wir leider einen Anfangspunkt an. Dürfte der Wachstum gleich kommen und dann sollte wir düngen können. Und da ist es schon. Aha, jetzt können wir wieder auf 5 gehen. So, jetzt kann er arbeiten. Mal kurz schauen, ob er auch was bringt. Wachstum, gekuppert, Bodenbeschaffenheit. Genau, das wollte ich sehen. Dunkel, Feld 2. Ob da auch mit gleich gedüngt werden kann, wenn Wachstum gewachsen ist. Also, der Raps ist hier reif. Das Feld wollten wir so kaufen. Ja, Mais wächst. Das ist gut geworden. Das ist ein richtiger Zeitpunkt. Und gleich so schön groß. Ja. Das gefällt mir. Na gut. Dann können wir dann auch gleich düngen. Jetzt müssen wir noch sehen, dass wir jetzt beim Gras. Könnte man noch theoretisch. Wir schauen mal, ob wir Feld 20 kaufen können. Ob das Geld dafür noch reicht. Ja. Dann werden wir das ernten. Dann haben wir das alles zusammen. Später noch die 34. Dann können wir da noch ein paar Ställe reinbringen. Schauen wir mal welche. Weiß ich nicht genau. Hortelhü oder sowas. So, jetzt sind wir hier. Gras sieht auch schön aus. Schade, dass er nicht gedüngt ist, weil er nicht mehr düngen konnte. Aber hier haben wir auch viel leer. Da geht es aber nachts zum Sattenschein, du. Mal schauen, was reingeht. Immer von 150.000 hat man gelesen. Freut sich wie gerade. Hunderttausend auf Schluss. So, gut. Das heißt, geht Licht an. Ach ja, genau.
Heute Nacht wird gearbeitet, weil wir noch kein Häuschen haben. Beziehungsweise ist halt so, ne? Ich müsste übrigens bei mir Lichter machen. Also ich bin aktuell etwas dunkel. So, mal ganz kurz Erleuchtung machen. Die Zeit läuft. Dann werden wir gleich ernten. Das machen wir gleich selber. Bei dem kleinen Feld. Machen wir mal ein Licht an. Dann werden wir später nachher. Ja. Irgendwas werden wir machen. So. Aufklappen, hat er gesagt. Ups. Die Anzeige wieder okay, nicht doppelt, nicht überschrieben. Grad, 49, 68. Ja. Ende Fall 2 ist gut. Den können wir löschen. Den Kurs. Was wir hier machen können, ist theoretisch die Felder zusammenlegen. Dass wir das entsprechend nutzen können als. Ja, als Betriebsgelände für unsere zukünftige Produktion. Ob vom Dünger, Saatgut, Mischfutter, Silage, das werden wir alles hier vorne irgendwo hinknallen. Wir werden schönen Platz anlegen. Terraforming hier mit dem Baumodus, dann schauen wir mal, was schön wird. Im Grunde kann so jeder sein Hof alleine gestalten. Klar, macht mehr Arbeit und kostet natürlich auch, ne? Man muss ja entsprechend auch die Gelder für die Tür haben. Sonst ist das nachher auch nicht so einfach, ausbieten muss. So, meine Freunde, das soll heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Würde mich freuen über ein Like. Natürlich auch über ein Abo. Ich sage schon mal Danke. Man hört und sieht man sich. Ich hoffe, es zur nächsten Folge morgen. Ne? Bis dann. Ciao, ciao.